Meine Bundesliga-Prognose für den 29. Spieltag. In diesem Video gibt es drei detaillierte Analysen und Prognosen, die ich dir herausgesucht habe, wo ich das meiste Potenzial sehe. Zudem zeige ich dir, wo fallen aktuell die Quoten. Das heißt, wo fließt gerade am Mittwoch, wo ich das aufnehme, wo eher die Profis und nicht die Amateure wetten. Wo fließt da gerade das Geld hin, dass die Quoten fallen? Und wo fließt das Geld hin, dass die Quoten aktuell steigen? Das heißt, dass es sehr unwahrscheinlich ist. Zudem gebe ich dir eine Paysafe-Karte für den richtigen Tipp für eine Partie. Das heißt, du schreibst den Tipp in die Kommentare für eine Partie. Wenn der richtig ist und du der Einzige bist, bekommst du eine 30 € Paysafe-Karte wie jede Woche. Und natürlich zeige ich dir die detaillierten Prognosen mit allen Statistiken, die relevant sind. Wenn du das nicht verpassen willst, bleib auf jeden Fall bis nach dem Intro dran. Wenn du noch mehr Sportwetten-Know-how möchtest, also keine Tipps, sondern was steckt hinter dem Sportwetten, was gibt es für Tipps und Tricks, würde ich dir einfach mal unsere Kurzvideos empfehlen. Die sind wirklich, kommen jeden Tag eigentlich eins aktuell raus. Wie kann man das Ganze bekommen? Also wie werden diese Kurzvideos dir angezeigt? Das wird nämlich nur angezeigt, wenn du zwei Steps befolgst. Das ist der erste Step. Du musst natürlich Abonnent sein, das ist logisch. Und der zweite Step ist, du musst auf diese Glocke klicken, wenn du jetzt das Video siehst. Da ist so ein Dropdown-Menü und da musst du auf alle so eine Glocke haben. Ansonsten wird dir das einfach nicht angezeigt. Ganz wichtig, damit du das jetzt erstmal machst. Wenn die Glocke nicht auf alle steht, wirst du an diesem Spieltag Pech haben. Spaß beiseite. Wir fangen natürlich mit Hoffenheim gegen Köln an. Hoffenheim haben wir quasi nach dieser Trendwende in Anführungszeichen schon einmal erfolgreich drauf gewettet. Das heißt, wo wir erwartet haben, dass dieser Turnaround kam und der ist ja dann auch gekommen. Da sieht man hier ganz schön Turnaround bei Hoffenheim, Formtabelle, die letzten fünf Spiele auf dem Tabellendritten. Extrem starke Leistung. Es ist auffällig, dass jetzt in den letzten paar Wochen die Teams, die eher ein bisschen schwächer waren in der Hinrunde, Schalke, Hoffenheim etc., dass die wirklich jetzt die Trendwende eingeläutet haben und nochmal richtig Gas geben. So sieht die Trendwende quasi bisher nur zu Hause aus. Gegen Schalke haben wir auf Hoffenheim erfolgreich gewettet mit einer Siegwette. Davor war es gegen Berlin, da habe ich noch nichts gemacht, weil wie gesagt, eine Trendwende herbeizusehen ist sowas von gefährlich. Man muss sie wirklich quasi bestätigt haben, dass man sieht, okay, das Team ist jetzt wirklich wie ausgewechselt. Meistens durch einen Trainerwechsel kommt das zustande. Haben wir diese Saison, diese Woche jetzt auch wieder bei Berlin etwas. Kann ich gleich noch was zu sagen. Und da haben wir dann erfolgreich auf den Sieg von Hoffenheim gegen Schalke gewettet. Sie haben dann noch den Punkt gegen Bayern geholt. Was ist an diesem Punkt wichtig? Ob jetzt Bayern besser war oder schlechter war, ist egal. Dieser eine Punkt, oder dass sie auch ein Tor geschossen haben, nicht viele Gegentore bekommen haben und unentschieden geholt haben, ist besonders wichtig. Warum? Weil es zeigt erstens die Kampfbereitschaft, die Laufbereitschaft. Also das sind die wichtigen Sachen bei so einem Team wie Hoffenheim, welches spielerisch natürlich begabt ist, aber natürlich nicht auf einer Qualität wie Bayern ist. Und das zeigt vor allem, dass das Team Bock hat. Weil wenn ein Team keinen Bock hat, zum Beispiel auf den Trainer oder sonstiges, verlieren sie viele Zweikämpfe, haben sie schlechte Zweikampfwerte, laufen sie relativ wenig, das heißt, sie haben weniger Kilometer als der Gegner. Und das war in diesem Spiel gegen Bayern besonders überzeugend, dass sie hier wirklich Bock drauf haben. Und das ist natürlich wichtig für die kommenden Spiele. Es zeigt ein wenig die Stimmung im Team, wenn wir uns jetzt mal den H2H, also den direkten Vergleich gegen Köln anschauen. Wenn wir das jetzt mal zusammenrechnen, das sind locker 15 Tore. Letztes Spiel 5:0, davor 3:0, davor 3:1, davor 6:0, davor 4:0. Natürlich ist das manche auch schon aus 2016, aber die Bilanz gegen Köln stimmt. Es gibt Teams, die haben schon 40, 50 Mal aufeinander getroffen in der Bundesliga und dort gewinnt fast immer nur das eine Team. Solche Faktoren sollte man auf jeden Fall immer mit berücksichtigen. Zudem haben wir auch Quotendrops auf Seiten von Hoffenheim, was natürlich interessant ist. Die sind jetzt nicht besonders stark, die Quotendrops, aber sie sind vorhanden. Aktuell 5-8% in etwa ist die Quote schon gefallen. Und was besonders interessant ist, ein Asian Handicap ist hier möglich. Die Quote für den Sieg ist in etwa bei 2,30 für den Sieg von Hoffenheim. Da ein Asian Handicap möglich ist, bedeutet das, dass du eine Absicherung hast. Und ganz viele verstehen das nicht. Asian Handicap ist nicht die doppelte Chance. Asian Handicap bedeutet, dass du deine Wette bei einem Unentschieden ungültig ist und du nur bei einem Sieg der Hoffenheimer bekommst. Das ist eine Absicherungsstrategie, die man bei Quoten so ungefähr ab 2,10 machen kann. Da kriegt man auch für ein Asian Handicap eine 1,48er in etwa. Und du bist hier abgesichert. Hoffenheim hat natürlich die Trendwende gemacht. Köln aktuell ungefähr eine neutrale Bilanz, wenn man sich die Points per Games anguckt. Dementsprechend gehe ich hiervon aus, dass Hoffenheim ein starkes Spiel macht. Die Absicherung mit dem Unentschieden, also mit dem Asian Handicap 0, ist trotzdem ratsam. Kommen wir zur zweiten Partie und für den Sonntag habe ich noch eine Partie für das späte Spiel.
Hier ist es jetzt erstmal so, Freiburg gegen Schalke. Schauen wir uns das Ganze mal an. Schlechter PPG für Freiburg. Das heißt, sie sind hier deutlich unter ihren Möglichkeiten. Dafür, dass sie in der Formtabelle auf dem Vierten sind, ist die Punkteausbeute zu Hause wirklich schwach. Insgesamt 5 Punkte geholt von 15 möglichen. Ist eine schwache Ausbeute, muss man sagen. Dagegen kann man sagen, einmal ist es ein Europa-League-Spiel dabei, einmal gegen Leverkusen gespielt und einmal gegen Bayern. Gegen Berlin haben sie auch nur einen Punkt geholt. Ist ein bisschen mau, die Ausbeute. Quotendrops, Quotenanstiege. Wo haben wir erstmal Quotenanstiege? Und das ist auf Seiten der Freiburger. Die Opening Line war eine ungefähr 1,60, hatte ich in Erinnerung. Ich habe das Ganze vor einer Stunde ungefähr alles vorbereitet. Die Opening Line war eine 1,60. Die Buchmacher sind jetzt schon korrigiert auf eine mittlerweile 1,75, 1,80 auf Seiten von Freiburg. Die 1,60 war mir ehrlich gesagt auch viel zu niedrig für einen Sieg der Freiburger, da hätte ich das Ganze nicht so angespielt. Wir haben aber einen Quotendrop gleich bei einem Tormarkt, das sage ich dir gleich. Der Quotenanstieg, also was war erstmal meine erste Überlegung? Die erste Überlegung ist eigentlich, dass Freiburg das Ding hier zu Hause machen sollte. Wir kommen aber gleich noch dazu, dass Schalke momentan nicht zu unterschätzen ist und auch auswärts einen recht guten Eindruck macht. Wenn die Quote hier weiter steigt, Richtung 2, sollte das wirklich kommen, wissen wir nicht, kann man hier aber auch das Asian Handicap 0 mit anspielen. Ich gehe nicht davon aus, dass Schalke das Spiel gewinnen wird. Quotendrops haben wir auf einer anderen Seite, und zwar in einem Tormarkt. Und da kommen wir jetzt zu. Wenn wir uns jetzt mal den Edge-to-Edge anschauen, da kommen wir nochmal gerade dazu, dass ich eher auf Freiburg positiv eingestimmt bin. Letzte drei Aufeinandertreffen zu Hause gewonnen. Was ist davon relevant? Eigentlich nur die letzten zwei. Und die haben sie mit jeweils 4:0 gewonnen. Schon mal eine Hausnummer. Freiburg ist natürlich auch da in der Saison, also in 20 und 21, auch ein sehr starkes Team gewesen. Ich gehe von aus, dass eher ein ruhiges Spiel hier kommen wird. Die Quotendrops sind auf dem Tormarkt auf unter 3,0 Tore. Haben wir eine ungefähr 1,48er Quote, war mir so im Hinterkopf geblieben. Das heißt, dass es eher ein ruhiges Spiel wird. 1x kann ich mir auch vorstellen, beziehungsweise das Asian Handicap 0 dann. Das 1x wäre eine zu kleine Quote, Asian Handicap 0. Wenn die Quote noch ein bisschen steigt, kriegt man da auch eine 1,45er in etwa. Wem das zu klein ist, lässt es einfach weg. Ein Sieg der Freiburger würde ich mir nur live zutrauen, wenn ich sehe, dass Freiburg ein gutes Spiel macht. Ansonsten bin ich auch hier mir eingestellt, dass wenig Tore fallen. Du kannst jetzt eine Paysafe-Karte bekommen. Wie geht das Ganze? Schreib deinen Tipp in die Kommentare. Leverkusen gewinnt, weil, und eine Begründung. Ganz wichtig, dass die Begründung auch dabei ist. Damit können auch die anderen Leute was anfangen, können sich schauen, wie ist die Stimmung. Generell haben wir sehr gute Leute in den Kommentaren. Das heißt, hier könnt ihr euch auch eine Meinung zu dieser Partie bilden. Es ist ein Topspiel, darf man nicht vergessen. Und ich sage dir auch gleich noch was zu dieser Partie bei Leverkusen gegen Leipzig. Wenn mehrere Leute den Tipp richtig haben, wird das Ganze nächste Woche ausgelost und einer von euch kriegt dann die 30 Euro Paysafe-Card. Kommen wir jetzt noch zu Leverkusen gegen Leipzig. Was ist hier meine Meinung? Ich gebe dir auch noch am Ende eine wichtige Sache auf Seiten von Leverkusen, was man hier beachten muss. Einmal die Form. Besonders Heim gegen Auswärts fällt hier auf. Super guter Schnitt gegen Mauerschnitt. Die Spiele, quasi die Gegner, sind auf Seiten von Leipzig, würde ich sagen, ein bisschen schwieriger gewesen mit Dortmund, Leipzig und Man City, darf man nicht vergessen. Allerdings zeigt es relativ gut, wie die Teams aktuell drauf sind als Gegenüberstellung. Was aber interessant ist, es ist ein Topspiel. Normalerweise würden hier alle Leute sagen, es fallen viele Tore. Es ist aber so, dass es ein torarmer direkter Vergleich ist. Das ist der Edge-to-Edge von Leverkusen zu Hause gegen Leipzig. In den letzten drei Spielen sind insgesamt nur 5 Tore gefallen, was für ein Topspiel recht wenig ist. Und was ich jetzt auch gleich, kommen wir noch dazu, ebenfalls so bestätigen kann. Denn Leverkusen hat noch ein schwieriges Auswärtsspiel. Sie spielen zu Hause, sie sind für mich der Favorit. 1x würde ich hier sagen. Die Quote ist ungefähr ausgeglichen, also von Sieg Leipzig, Sieg Leverkusen. Das heißt, hier kann man eine schöne doppelte Chance bilden. Sie haben aber noch ein schweres Auswärtsspiel, wo sie nur 1:1 im Hinspiel gespielt haben. Das heißt, sie müssen hier alles reinhauen. Ich gehe davon aus, dass das Spiel dann in der Bundesliga ein wenig torarmer wird, ein wenig ruhiger wird, ist mein Gefühl, denn es ist das Auswärtsspiel noch da, sie spielen dann zu Hause. Zu Hause sind sie in meiner Meinung nach der Favorit. Ich denke hier eher ein torarmes Spiel. Es deutet für mich alles darauf hin, das habe ich auch schon letzte Woche bei Leverkusen gegen Wolfsburg gesagt, dass es ein prädestiniertes Unentschieden wird. Letzte Woche auch relativ wenig Tore gefallen, 0:0.
haben wir auf ein X2 von Leverkusen gesetzt, ist auch gut gegangen. Diese Woche denke ich auch wieder ein 1x für Leverkusen. Eventuell noch, dass relativ wenig Tore fallen unter 3.0, diesen Tormarkt. Das letzte Spiel 0:0 ausgegangen, wo es eine Passive Card gab zwischen Wolfsburg und Leverkusen, hatten wir richtig vorhergesagt. Es wird ein 0:0, weil Wolfsburg gerade meiner Meinung nach nicht ganz so gut spielt. Du bekommst die Passive Card. Wichtig, Leute, schreibt immer eine Begründung, wie zum Beispiel er dazu. Ansonsten losen wir jemand Neues aus. Ich wünsche euch jetzt viel Erfolg und liebe Grüße. Und du kannst eine E-Mail an die Support-E-Mail von uns schicken. Dann kriegst du eine Passive Card.